Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Arc Ultra Arena hinter den Kulissen Video, wo ich euch ganz schnell mal ein paar Änderungen zeigen will, beziehungsweise euch auch sagen will, wann jetzt die nächste Session ist. Die wird heute nämlich schon sein. Da gehe ich gleich drauf ein. Erstmal eine wichtige Änderung, worüber sich wahrscheinlich sehr, sehr viele freuen werden. Und zwar hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich den Schaden geändert habe, den Flugdinos erhalten, also getamte Flugdinos. Und das hat aber bisher nie so wirklich funktioniert, beziehungsweise hatte ich immer den Eindruck, dass es nicht gegriffen hat. Und ich glaube, ich habe es jetzt endlich hinbekommen, dass es funktioniert hat. Wir probieren das nämlich jetzt mal ganz schnell aus. So, ich hätte gerne mal ein Prime. Püpte. Machen wir tamed. Schnupp. So, gut, Leute. Wollen wir denen noch einen Sattel geben? Nö, wir geben denen erstmal keinen Sattel. So, jetzt brauche ich mal eben noch irgendeine vernünftige Waffe. Machen wir einfach mal eine Longneck-AP. Ganz viel Qualität, mache ich gleich mal ein paar mehr. Und Munition wäre noch super. Kann ich einfach jetzt hier AP Longneck Ammo nehmen, einfach mal wieder. Machen wir einfach 100 Schuss. So, ich hoffe jetzt aber, dass ich nicht hier 100 Schuss brauche. Wir gucken mal, der Gute hat jetzt 71.400 Leben. So, dann nehmen wir mal eine, die realistisch ist. Also 750% findet man super selten, habe ich noch nie gefunden. Aber wir nehmen einfach mal 550%, würde ich vorschlagen. So, AP Muni rein und wir gucken mal. Ihr habt übrigens links auf dem Bildschirm seht ihr auch, wie viel Hilfe hat, ne? Wegen ACM, weil das gerade aktiv ist. Wir machen einfach mal einen Kopfschuss. Ah! Okay, das könnte daran liegen, dass Friendly Fire deaktiviert ist. Schnipp, schnipp. Da ist er, da ist er, da ist er. Alles klar, Leute. So, gut, das probieren wir es mal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Schaden machen können. So, nehmen wir die mit 620%, dann AP-Muni rein und jetzt hoffe ich. Jetzt kriegen wir sogar eine Damage-Meldung angezeigt. Das ist sogar noch geiler eigentlich. Wollen wir mit einem Kopfschuss anfangen? Wir machen einfach mal hier einen Torso rein erstmal. 32.500 Schaden. Also wenn der einen Sattel anhat, kriegt er ungefähr 27.000 Schaden ab oder so. Aber wenn ich den Kopf treffe, was ich jetzt niemals hinkriegen werde, sollten wir deutlich mehr Schaden machen. Ich probiere mal den Kopf zu treffen. Moment. Hä, auch nur 32.000 Schaden? Okay, alles klar, Leute. So, also wenn man einen Kopf trifft bei einem Püpte oder beim Petri oder wie auch immer, 100.000 Schaden. Ich denke, das ist okay. Das lassen wir jetzt erstmal so, ne? Also man macht jetzt ein bisschen mehr als den dreifachen Schaden, den man davor gemacht hat an Flugdinos. Wir werden das erstmal so lassen. Ich kann das ja dann immer noch anpassen, ne? Also wenn wir merken, Flugdinos sind immer noch zu krass oder so, können wir das ja immer noch weiter erhöhen. So. Gut, Leute. Dann die nächste Sache. So, ach ja, was mir nämlich gerade einfällt, eine ganz wichtige Sache. Guckt mal hier. Unser guter André, seine Mod, diese Wingsuit-Mod, beziehungsweise Kleidersuit-Mod, die er extra für Arc Ultra Arena gemacht hat, ist aktuell ganz, ganz oben. Ganz, ganz oben, beziehungsweise Platz 2 aktuell im Steam Workshop bei Arc. Kann ich ja mal einen kleinen Applaus für geben oder so. Also Respekt, finde ich super cool, freue ich mich mega drüber. Hat er sich auf jeden Fall verdient. So, hier, ne? Ich glaube, mittlerweile hat die, das geht steil nach oben aktuell, es geht wirklich steil nach oben, mittlerweile hat die 4.300 Abonnenten. Das ist schon relativ viel, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch einige dazukommen, weil die Mod einfach mal super cool ist und man die halt auch außerhalb vom Arc Ultra Arena super geil benutzen kann. Weil das gibt's bisher einfach noch nicht. Es ist halt auch nicht einfach gewesen, das zu programmieren. So, gut, Leute, ich zeige euch mal ganz schnell, ganz kurz kann ich mal zeigen. Das ist nämlich ganz geil, wenn wir dann, übrigens hier, das ist die Game Innie aktuell vom Format, vielleicht auch mal nicht uninteressant. Die ist schon ein bisschen größer geworden. Also eine Game Innie ist normalerweise, glaube ich, 2-3 Seiten groß oder so. Das ist die Game.ini von Arc Ultra Arena. Wobei, dazu muss man sagen, diese ganzen Seiten hier, die ihr hier seht, das sind alles die Biegenänderungen. Und die mache ich ja über diese Software hier. Ne? Ist zwar trotzdem übelst viel Arbeit, aber ja. Ne? So, und kann ich euch mal eben zeigen hier, hier unten. Moment, ich mein, jup, 112 Seiten sind mittlerweile, das ist wirklich krass. Hier unten habe ich das einzeln eingestellt. Hier, diese Zeilen sind das. Ich kann nochmal ein bisschen ranzoomen, damit ihr das genau seht. Hier, diese Zeilen sind das, wo ich eingestellt habe, dass Flugdinos sozusagen mehr Schaden bekommen, beziehungsweise nur getämte Flugdinos. So, und das Coole ist, das wusste ich nämlich davon nicht, dass man von Dinos einzeln alles einstellen kann und so. Das bedeutet, wir können irgendwann wirklich mal drüber nachdenken, noch eine zweite Total Conversion Mod zu installieren. Also, dass wir Arc Eternal drinnen lassen und zum Beispiel Extinction oder Primal 4. Es haben super viele von euch Primal 4 als Total Conversion Mod vorgeschlagen, dass ich die mal ausprobieren soll.
Das könnten wir machen. Und wenn ich da ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, könnten wir versuchen, ach krass, hier ist ein Roboter-Dino schon wieder, dann könnten wir versuchen, beide Mods gleichzeitig laufen zu lassen und ich könnte über diese Einstellung das alles balancen. Wisst ihr? Dass wir sozusagen den Arc Ultra Arena Eternal versus Primal 4 machen zum Beispiel, wo beide Mods gleichzeitig laufen und so weiter. Das können wir alles dann ausprobieren. Es war mega viel Arbeit und so, also das zu balancen dürfte wirklich sehr viel Arbeit sein. Aber hätte ich mega Bock drauf, so. Das ist irgendwann in ferner Zukunft so, ey. Das wird wirklich noch ein bisschen dauern, da müssen wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Erstmal muss das jetzt hier auch laufen und so. Aber nur mal so als kleiner Ausblick, was wir da alles für coolen Scheiß machen können, theoretisch. So, apropos, wir haben hier noch genug zu tun und sowieso noch ein paar Probleme. Denn wir hatten letzte Session auch wieder Probleme, was Freezes angeht. So, und deswegen werden wir nächste Session ausnahmsweise. Es ist ein bisschen schade, aber wir müssen es einfach mal ausprobieren. Ach, ich habe ja Gottmodus an, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, bin ich cool gelandet? Wahrscheinlich bin ich extrem cool gelandet. Und weil wir das jetzt testweise ausprobieren wollen, woran es liegt, an welcher Mod das liegen könnte mit den Freezes, es muss irgendeine Mod-Komplikation da geben, beziehungsweise irgendeine Mod macht Mist. So, und da ich zum Beispiel die Freezes das erste Mal hatte, es ist leider so, seitdem die Hot-Button-Mod drin ist, und seitdem die immer wieder aufgetreten sind, auch bei anderen Spielern, die Probleme mit den Freezes, werden wir für diese eine Session, die wir jetzt machen, für die eine Aufnahmesession, die Hot-Button-Mod entfernen. Einfach nur, um zu gucken, ob die Freezes dann weg sind oder nicht. Sollten sie dann nicht weg sein, dann wissen wir, es liegt nicht an Andres Mod. Sollten sie dann weg sein, würde ich noch einen Durchlauf machen, um zu gucken, ob sie dann wieder nicht auftreten, um sicher zu gehen. Und dann wüssten wir, okay, es liegt an Andres Mod. Und André hat schon gemeint, sollte es an meinem Mod liegen, und er weiß es zu 100%, würde er das Ding von Grund auf nochmal neu bauen. So, ne? Mir tut das echt im Herzen weh, weil die Mod super gut ist und auch super wichtig für das Format eigentlich. Zumindest was so den Ablauf angeht, wenn das so automatisiert ist. Aber es geht nicht anders hier. Es ist ein Experiment, es ist alles Work in Progress. Und dementsprechend müssen wir halt dann einfach solche Sachen ausprobieren. Wir müssen jetzt erstmal die Fehler, die noch da sind, müssen wir ausmerzen. So, und dann irgendwie das optimieren. So, deswegen, wenn ihr mitmachen wollt, übrigens, die Aufnahmesession wird heute um 19 Uhr sein. Wieder im Zweierteam, by the way. Ich kann euch dann übrigens auch gerne nochmal einen Tipp geben, wie ihr auf den Server kommt, weil nämlich, oder wie ihr höhere Chancen habt, auf den Server zu kommen, weil nämlich viele sich beschwert haben, dass immer wir die gleichen drauf sind und so. Ich kann euch zeigen, wie die das machen. So, ne, beziehungsweise was die beste Möglichkeit ist und so weiter. Ne, das zeige ich euch dann gleich, vielleicht am Ende des Videos nochmal, wenn es erhöht auf jeden Fall die Chance, auf den Server zu kommen für euch. So, deswegen, wenn ihr mitmachen wollt heute Abend, lest unbedingt das Infoblatt. Link in der Videobeschreibung. Ich werde nämlich jetzt hier ein Podest hinbauen. Und das dient erstmal als Ersatz für den Hot Button. Und der Spectator wird dann die ganze Zeit auf dieses Podest schauen. Denn der Typ, der es schafft, mit Level 100 im Finale 20 Sekunden auf diesem Podest zu stehen, ohne dass er da runtergeworfen wird oder getötet wird, der gewinnt in der nächsten Aufnahmesession das Finale. So, gut, Leute, dieser Bereich hier. Ich überlege gerade, ob ich hier wirklich eine Ramp drauf haben will. Ist doch viel cooler, wenn man sich ja vielleicht mit der Crappin Hook sogar drauf schießen muss. Das würde gehen, theoretisch. Das würde gehen, Leute. Okay, wir machen ohne Ramps. Also ist jetzt nicht super spektakulär, aber es reicht erstmal. Es erfüllt die Zwecke. Wir wollen sowieso so schnell wie möglich wieder mit der Hot Button Mod von André spielen. Ja. Aber wir müssen ja, wie gesagt, rumtesten jetzt, woran das liegt mit dem Freezes. So, wir gucken mal, ob man drauf kommt, wenn man will. So kommt man, alles klar. So, Leute, ne? Also auf diesem Bereich muss man für 20 Sekunden stehen. Mit Level 100, ganz, ganz wichtig. Und wenn man das schaffen sollte, 20 Sekunden hier zu stehen, dann gewinnt man sozusagen den Durchgang für sein Team. Noch eine Nebeninformation, der Spectator wird die ganze Zeit hier drauf mit fokussiert sein. Also, ne, er wird das kontrollieren, der Spectator wird das alles beobachten und kontrollieren. Und dementsprechend werden wir dann den Sieger ermitteln. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal so, weil so kann der Spectator sich die ganze Zeit auf diesen Bereich hier mit fokussieren. Ne? Das ist erstmal auf jeden Fall besser so, als wir das noch irgendwie in der ersten und zweiten Session gemacht haben. Alles klar, also die theoretisch muss man irgendwie so 4.000-5.000 Mal draufschießen, bis das kaputt geht. Ja, wir können es einfach so machen, sollte wirklich das hier oben kaputt gehen, dann zählt die Foundation hier unten einfach als Podest. Ich weiß es nicht, muss man einfach mal schauen. Das halte ich für die beste Idee. So, gut, Leute, wie gesagt, das ist hier erstmal nur ein Testdurchlauf. Ich kann euch gerne mal zeigen, für die, die es interessiert, wie ihr am besten auf den Server kommt. Vielleicht gibt es da noch andere krasse Tricks oder so, das ist jetzt auch nicht super advanced, was ich euch jetzt zeigen werde. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar das nicht machen und dementsprechend sich nie auf den Server kommen, weil ein paar machen das halt und werden dadurch immer im Vorteil sein. Großartig, Fehlermeldung, sehr, sehr schön. Hauptsache, ich darf jetzt erstmal ein Arc-Update runterladen. Bloß gut, dass wir die Session nicht heute machen, Leute, ey. Das wäre fatal gewesen mal wieder. Mann, 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 Mann.
So, alles klar, Leute. So, wir gehen jetzt mal davon aus, der Surfer ist noch nicht oben. Ihr kommt einfach so 5 vor 19 Uhr oder so, ne? Heute geht's ja 19 Uhr los. 5 vor 19 Uhr kommt ihr ins Spiel und da ist der Surfer noch nicht da. So, jetzt einfach ein kleiner Tipp. Macht euch einfach das Passwort, das ist ja relativ lang. Normal ist das Passwort Palmbaumblatt, bei mir ist es jetzt Palmbaumblatt 12345. Das 12345 lasst ihr dann weg. Das habe ich nur jetzt als Vorbereitungspasswort. Das nächste Mal muss ich dann halt ein anderes nehmen, damit mich da keiner stört, wenn ich irgendwas mache. Gebt das Passwort einfach irgendwo ein, drückt STRG C, um es zu kopieren, ne? Und sobald der Server dann da ist, ne, die ganze Zeit refreshen und so, sobald der Server da ist, einfach schnell draufklicken, Join, STRG V, akzeptieren. So, ich denke, das ist so relativ die effektivste Variante. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten, die immer auf den Server kommen, machen das genauso. Indem die einfach das Passwort kopieren und dann sofort mit STRG V einfügen. Und so hat man halt dann einen Vorteil von 4 bis 5 Sekunden, ist man eher dran, als die, die das erst eingeben oder so. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie man braucht zum Tippen. So, ne, also das ist jetzt wahrscheinlich der einzige Trick. Versucht's einfach auch. So, denke ich, sind die Chancen ziemlich gleich, dass ihr da drauf kommen solltet. So, alles klar, Leute, ne? Wie gesagt, heute Abend 19.16 Uhr. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Info. So, hier bitteschön, das sind jetzt sämtliche Änderungen, die ich vorgenommen habe jetzt für die kommende Session. Ihr seht schon, das ist nämlich ein bisschen mehr, als ich wieder erzählt habe. Das sind wichtige Sachen dabei, sehr wichtige Sachen dabei. Und hier habe ich auch nochmal den Ablauf erklärt, weil wir ausnahmsweise ohne Hot-Button-Mod machen. Link in der Videobeschreibung, Infoblatt, PDF, irgendwie so heißt das da. Da könnt ihr euch das alles in Ruhe durchlesen. So, ne? Alles klar, Leute. So, dann freue ich mich auf heute Abend auf die Session und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.